Lösungen beim Brexit und Handelsstreit scheinen in sich. Die Märkte atmen auf. Aber ist das nur der Moment vor dem größten Crash aller Zeiten? Damit herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Finanzjournalistin Sissi Heidmanek und unser Gast ist Marc Friedrich, Honorarberater, Bestsellerautor von friedrich-und-weick.de. Marc, schön, dass du da bist. Ein paar kurze Fragen zuerst. Alter? 44. Wo kommst du her? Remstal. Was hast du studiert oder gemacht? International Business Management, war im Venture Capital tätig und Honorarberater, selbstständig. Und warum bist du da, wo du heute bist? Weil ich einen Staatsbankrott 2001 in Argentinien live erlebt habe und seitdem unser Geld- und Finanzsystem in Frage stelle. Legst du selbst dein Geld an? Ja, natürlich, selbstverständlich. Selbst ist der Mann, ne? Klar. Bist du verheiratet? Ja. Kinder? Ja. Hund? Nein. Katze? Nein. Noch nicht. Warum bist du in dieser Schiene, wo du heute bist, mit der Finanzberatung gelandet? Fügung. Und weil es keine Honorarberatung damals gab, als ich wirklich selber mein Geld anlegen wollte. Es gab immer nur die gleichen Produkte von Banken und Versicherungen, ne, irgendwelche Sparpläne, Papierwerte etc. Das haben wir zu wenig. Der Horizont war zu eingeengt und ich bin halt Querdenker. Dahingehend wollte ich auch über den Tellerrand hinausschauen. Ja, du hast gesagt, du bist Querdenker. Marc, was denkst du anders als wir, wenn du so auf den ganzen Finanzzyklus schaust? Ich gucke immer ganzheitlich. Ich schaue mir wirtschaftshistorisch an, was hat sich wie verhalten in Wirtschaftskrisen, Währungsreformen, Staatsbankrotten. Und ich möchte nicht nur irgendwie 3, 4 verschiedene Assets im Portfolio haben, sondern ich gucke mir auch Gold an zum Beispiel oder Whisky, ja, was ganz anderes. Bitcoin, die neuen Sachen auch. Und schau, ist es interessant, weil sie nicht miteinander korrelieren. Und deswegen gucke ich mir einfach die ganze Form an, die es gibt. Also zu Anlagen kommen wir gleich noch, ja. Aber Querdenker suchen immer Lösungen. Das ist ja das Tolle. Was für eine Lösung siehst du, wenn du auf unser Finanzsystem schaust? Den Crash, tatsächlich. Also wir sind nicht bereit, das System ad acta zu führen. Das heißt, es wird erst ein Crash benötigt, weil der Mensch lernt ja durch Scheitern. Es wird einen Crash geben, das Finanzsystem wird uns oder das Geldsystem wird uns um die Ohren fliegen und dann werden wir ein neues System implementieren können. Wie groß könnte dieser Crash sein? Wie könnte er überhaupt aussehen? Es wird der größte Crash aller Zeiten, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und gesellschaftlich. Und da sehen wir ja jetzt schon, dass es passiert, dass den Volksparteien das Volk wegläuft, dass die Menschen sich auseinander dividieren, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird und die Anhäufung von Vermögen immer immenser wird. Und dahingehend werden wir einfach einen großen Crash sehen. Ist es nicht einfacher, was Negatives zu prognostizieren als was Positives? Nein, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und in jedem Buch habe ich auch immer einen Mehrwert geliefert, immer auch Lösungen, Aussichten gestellt, wie sich jeder selbst dafür vorbereiten kann, beziehungsweise wir als Gesellschaft. Deswegen, also ich bin lebensbejahend und die Welt geht weiter. Jede Krise ist eine Chance. So, also wie bereiten wir uns vor? Indem wir erstmal unser Vermögen in Sicherheit bringen, in Sachwerte investieren, weil die 2020er Jahre wird das Zeitalter der Sachwerte. Wir werden sehen, dass Gold zum Beispiel alles outperformen wird. Bitcoin wird einen unglaublichen Aufstieg erleben. Sachwerte insgesamt werden vieles stabilisierend im Portfolio bewirken. Das neue Buch, der größte Crash aller Zeiten, klingt schon mal nach einem guten Marketingtitel. Macht das nicht den Leuten erstmal Angst? Es ist das Resultat unserer Recherche, tatsächlich. Also es war jetzt nicht Marketing, sondern wir sehen einfach die ganzen volkswirtschaftlichen Eckdaten, die ganze Notenbankpolitik, die Billionen, die ins System gepumpt worden sind, die Verschuldung, die weltweit ansteigt, sprechen ganz klar dafür, dass wir am Ende eines Zyklus sind. Und Angst ist natürlich immer ein schlechter Ratgeber, aber man muss natürlich polarisieren und man muss auch versuchen, die Menschen aufzurütteln durch Übertreibung. Sind wir womöglich auch am Ende eines Zyklus durch die Briten zum Beispiel? Ja, natürlich. Also der Brexit war der Anfang vom Ende der EU. Die EU wird in sich wahrscheinlich kollabieren, implodieren, weil sie einfach zu träge ist. Soll was heißen? Die EU wird auseinanderkrachen, weil es funktioniert einfach nicht. Also man schafft es nicht, die ganzen Nationen unter einen Hut zu bringen, weil jeder eigene Interessen hat. Wir haben die größten Steueroasen im Herzen der EU, also es ist ein Wahnsinn. Wir haben keine Fiskalpolitik. All das sind Geburtsfehler von Anfang an, genauso wie der Euro. Auch der wird scheitern, weil alle Währungsunionen, habe ich im Buch aufgezeigt, sind immer ausnahmslos gescheitert. Der Euro wird schon ganz lange als tot gesagt. Wann wird das denn eintreffen? Im Buch habe ich erstmalig Datum genannt und Uhrzeit, ja, auf Seite 46, kein Spaß. Ja, bis 2023 ist der Tropf gelutscht und der Vorhang fällt, also das ist nicht mehr zu retten. Und wir sehen es ja schon an den unendlichen Rettungsorgien der Notenbanken. Also das Buch haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gut ins Spiel gebracht, aber lass uns nochmal so auf ein paar Themen zurückkommen. Welche Anlagen sind denn empfehlenswert? Wie muss der Mix für die Anleger aussehen? Genau, also wir empfehlen ganz klar in der Beratung bis zu 30% zum Beispiel in Edelmetalle physisch, also Gold, Silber, aber auch Platin, weil die werden in Zukunft Geld sein. Ja, nicht korrelierende Assets sollte man auch implementieren, wie zum Beispiel schottischer Whisky. Da sind 40% immer garantiert. Bitcoin, interessant, 1-2%. Bitcoin und Whisky haben im Übrigen seit 2008 alles outperformed. Ja. Ist das jetzt bei der Promille oder wo sind die 40%? Genau, 40% Promille. Nein, auch die Verzinsung war wirklich lukrativ. Die haben sich fast jedes Jahr verdoppelt, die guten, ausgewählten, limitierten
Flaschen, Grund und Boden, Diamanten, also wirklich direkte Unternehmensbeteiligung, ausgewählte Aktien, all das. Also es muss ein schönes Portfolio sein an unterschiedlichen Vermögensstandbeinen und man sollte nie mehr wie 30% in eine Assetklasse stecken und Sachwerte werden in Zukunft Trumpf sein. Und Bitcoin ist auch bei euch auf dem Zettel. Absolut. Bitcoin seit 2013 schon. Damals haben wir noch viel, viel niedriger. Bitcoin ist das erste Mal ein digitales Gut, was limitiert ist, was grenzenlos ist, was nicht zensiert werden kann und was nicht korreliert und deflationär ist. Also es ist habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben im Buch. Es ist eine neue Assetklasse und wird die nächsten Jahre einige überraschen. Ist aber sehr risikoreich. Das heißt, wie viel vom Portfolio sollte man in Bitcoin investieren? Mindestens, also maximal 5% würde ich jetzt mal sagen, aber wenn man überlegt, in den letzten 10 Jahren war 1% Bitcoin und 99% Cash das erfolgreichste Investmentpaket ever, also man hat alles outperformed, selbst die Fangaktien. Dahingehend, man sollte einfach mal 100 oder 200 Euro investieren, liegen lassen und in 5 oder 10 Jahren nochmal anschauen, weil wir haben aufgezeigt, nach spätestens 4 Jahren hat Bitcoin sich immer positiv entwickelt. Immerhin nimmt Bitcoin keinen Platz ein. Whisky, 30% möchte ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, Marc. Was ist mit Gold? Nimmt auch viel Platz weg? Ihr habt da eine Rallye vorhergesagt, die ist eingetroffen. Wie geht's weiter? Weiter. Wir werden neue Rekordstände sehen. Die Notenbanken kaufen ohne Ende Gold auf. Wir werden Goldstandard sehen, wahrscheinlich digitales Geldsystem, Gold gedeckt, weil die Menschen einfach das Vertrauen in das ungedeckte Papiergeld verlieren werden mit dem nächsten Crash, mit dem Kollaps. Und dann wird man nach Lösungen suchen. Und die Lösung, der Mensch orientiert sich immer an dem, was funktioniert hat die letzten 5000 Jahre. Und das sind Edelmetalle, weil die sind durch die Natur limitiert, genauso wie Bitcoin, Diamanten und andere Werte. Was ist mit anderen Edelmetallen? Silber ist interessant und Platin, weil die werden ab 2022 durch die Basel III-Richtlinie als Geld aufgestuft von Tier 3 auf Tier 1. Das heißt, Notenbanken, aber auch Geschäftsbanken dürfen bis zu 20% ihres Eigenkapitals in Gold, Silber und Platin investieren, um ihre Bilanzen zu stabilisieren, was sie auch dringend nötig haben. Was empfiehlt ihr euren Anlegern, in welcher Form sie in diese Edelmetalle gehen? Münzen und Barren natürlich physisch, also wirklich selbst besitzen und dann im zweiten Schritt vielleicht auch Zertifikate, die physisch hinterlegt sind. Wie sieht das mit Immobilien aus? Die Märkte sind ja in vielen Städten heiß gelaufen. Ich wohne in Berlin, da ist also wirklich ein enormer Anstieg in den letzten Jahren zu sehen. Gibt es da noch Schnäppchen sozusagen? Muss man in Immobilien investieren? Momentan nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind Antizykliker. Wir empfehlen gerade momentan eher entweder abzuwarten, wenn man kaufen möchte, bis die Immobilienblase platzt, weil alle Blasen irgendwann platzen, beziehungsweise sogar antizyklisch zu verkaufen, um jetzt die Chips vom Tisch zu nehmen, weil lieber habe ich den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Gilt das auch für Städte wie Frankfurt und Berlin zum Beispiel? Also wir haben das Gefühl, hier geht es immer nur weiter nach oben. Ja klar, solange die Notenbanken Geld ins System pumpen, geht es natürlich weiter mit der Hosse. Aber wir haben es jetzt gesehen beim UBS-Ranking, München und Frankfurt sind die größten Preisblasen weltweit. Und irgendwann wird ja auch wieder Normalität herrschen, weil wenn sich ein Normalverdiener keine Immobilie mehr leisten kann, dann sind wir immer am Ende eines Zyklus. Aber an Preisen wie London oder New York sind wir noch lange nicht dran. Das sind aber auch ganz andere Einkommen. Ne? Also du kannst nicht Frankfurt mit London vergleichen, da hast du ein ganz anderes Durchschnittseinkommen. Du hast eben schon die Zentralbanken erwähnt. Dein Kommentar zu den Banken, der Politik? Katastrophe. Also die sind einfach verzweifelt. Die Notenbanken haben Großteil ihrer Munition verschossen und die Politik ist nicht in die Puschen gekommen. Wir werden da die Insolvenzverschleppung weiterhin erleben. Es wird das größte Notenbankexperiment aller Zeiten werden, was leider scheitern wird. Es ist einfach nur noch katastrophal für den Sparer. Wir alle werden schleichend enteignet durch die Minuszinsen. Und Minuszinsen werden kommen. Wir werden Negativzinsen sehen, weitere finanzielle Repression, Bargeldbeschränkungen etc. Wie sieht die Zukunft für die Pensionskassen beispielsweise aus? Ebenfalls sehr, sehr schlecht, weil durch die niedrigen Zinsen und bald Minuszinsen können die einfach die Gewinne nicht mehr erwirtschaften, die sie benötigen. Wir werden viele Pensionskassen sehen, die einfach umkippen. Wir werden sehen, dass die Leute einfach nicht mehr die Pension erwarten können, die sie sich erhofft haben. Also da müssen wir uns auf Einschnitte gefasst machen. Nach so vielen Negativen, bitte irgendetwas, was Anleger jetzt auch wirklich tun können. Derjenige, der jetzt in Sachwerte investiert, wird Krisenprofiteur sein. Ich habe es im Buch aufgezeigt, wirtschaftshistorisch haben immer 96-99% der breiten Masse in Wirtschaftskrisen 50-100% verloren, egal ob Argentinien oder Deutschland. Und nur 1, 2, 3, 4 Informierte waren vorbereitet und Prozent. Und das kann jetzt auch natürlich der Zuschauer heute hier sein oder der Leser unseres Buches oder derjenige, der sich einfach mal kritisch sich der Sache stellt und sagt, okay, ich mache ein bisschen Diversifikation im Portfolio, Edelmetalle, Bitcoin, Whisky, Diamanten und so weiter. Also ich hatte mit Whisky bisher noch nichts zu tun, Manuel, du? Ehrlich gesagt auch nicht, aber es klingt interessant. Ich werde da mal reinschauen. Marc Friedrich, Bestseller-Autor von Friedrich und Weick. Schön, dass du heute da warst.